Oh, war ich zu langsam? Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Part Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Ja, ich stehe hier an dem komischen Bahnhof in der Gegend rum und ich habe noch ein paar Gleise, die ich untersuchen müsste oder sollte. Am Strand war ich jetzt. Ich bin im zweiten Fall und spiele gerade das Rätsel um die auf den Gleisen oder so. Mit diesem verschwundenen Zug auf jeden Fall. Irgendwie ist das alles ein bisschen mysteriös hier. Und jetzt muss es hier neben ist es hier. Warte. Also ich muss hier noch ein Nebengleis gucken, glaube ich. In Evesham. Warte mal. Untersuchen Sie das Nebengleis zwischen den Bahnhöfen von Chesterfield und Evesham. Dann brauche ich meine Map. Das Nebengleis zwischen Chesterfield. Das kann ja nur hier sein, oder? Nur das hier kann es eigentlich sein. Und ich guck mal. Aber ich habe... Ist da ein Nebengleis? Warte mal. Aber wenn ich hier gehe, dann komme ich zur Map, glaube ich. Warte mal. Ja, siehste, wusste ich doch. Da hinten ist aber auch nichts weiter. Warte, ich schau mal. Ich weiß gar nicht... Das ist immer... Ich habe jetzt halt eine Woche nicht gespielt. Und... Weißt du, dann überlegst du mal, was hast du eigentlich gemacht und was wolltest du noch machen? Ich weiß, dass ich die Gleise untersuchen wollte. Guck mal, hier ist doch ein Nebengleis. Das wahrscheinlich. This railway branch should lead to the quarry. Let us take a look. Ja, dann habe ich es doch gefunden. Einwandfrei. Das ist doch sehr schön. Dann untersuche ich das mal. The rail is rusted and looks old, but the railway is still usable. Gut. Watson, bist du da? Wo ist Watson? Da ist er ja. Na komm, wir gehen. Oh, was ist da? Nee, das habe ich. Das sind auch nur Schienen gewesen. Denke ich. Aber das mündet ja jetzt hier dann anscheinend in dem See oder so, ne? Also sieht jedenfalls danach aus. Mal gucken. Und was jetzt der Robinson damit zu tun hat, weiß ich auch noch nicht. Ach so, hier hört es auf. Ja, guck mal. Als ob die es frisch weggenommen haben. The railway ends here. That is strange. Ja. Aber das sieht so aus, als ob das relativ frisch weggenommen wurde. Kann ich hier noch irgendwas sehen? Nee. Nee. Das ist ja merkwürdig. Ach, das komische T kann ich ja... Jetzt. Ich wollte gerade sagen, das T kann ich... Ach doch, ich kann das drücken, aber... Das wurde mir nicht angezeigt. Also gehe ich davon aus, dass hier nichts T-iges... Nichts Tägiges ist, oder? Ich weiß es natürlich nicht. Weil das hatte... hattest du mir ja drunter geschrieben, ne, Hanswurst, dass das Spielern da nicht so viel Freiheiten gibt, diese Möglichkeit, das zu benutzen, sondern nur dann, wenn das angezeigt wird. Ja, aber habe ich das jetzt... Das zum Steinbruch führt. Dann bin ich hier doch noch nicht fertig, oder was? Ja, das ist ja merkwürdig. Komm, ich gehe da hinten jetzt nochmal schauen. Das ist ja trotzdem komisch. Habe ich hier irgendwas zum Untersuchen übersehen? Nee. Kann ich hier noch irgendwo lang? Nee. Was sagst du denn dazu, Watson? What should we do next, Holmes? Ich habe da gerade Schritte gehört. Ich bin schon paranoid. Oh, danke, dass du mir aus dem Weg gehst. Das ist nett. Ich habe ihn doch angemault. Das habe ich ja angeschaut. Das ist ja merkwürdig. Ja, dann würde ich sagen, gucke ich mir das andere nochmal an. Ich habe hier bestimmt jetzt irgendwas übersehen, aber... Das ist ja das Nebengleis. Hier dürfte ja nichts weiter sein eigentlich, oder? Nee, das dachte ich mir. Gut, dann gehe ich jetzt hier noch gucken. Da muss auch noch so ein Nebengleis sein. Dann gehe ich da jetzt einfach mal schauen. Die Herleitung brauche ich ja nicht aufmachen. Mal schauen. Ja, also das ist ja schon alles ein bisschen merkwürdig. Also man kann sich da ja schon so seine Geschichte zusammenreimen, ne? Mit den Mexikanern und ja, den Chilenen oder was das, was die da waren. Und dann fragt man sich ja natürlich, was hat denn der Robinson damit zu tun? Ist ja auch irgendwie ein bisschen komisch. Hier lang. Ha, ha, ha. Das kann man natürlich hier auch nicht so toll sehen. Das muss ja von den Gleisen ausgehen. Also ein Gleis geht ja von dem Gleis ab, ne?
Richtung London war das, oder? Ja. Da muss dann ja noch ein Gleis abgehen. Alles klar. Da gucke ich jetzt mal. Was ist hier? Tür öffnen. Cool. Was flattert hier denn so rum? Wo rennst du hin, Watson? Nicht so eilig, junger Mann. Oh, was ist da? Überreste eines Gebäudes. There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. Huh. Warum sollte man das überhaupt abreißen? Man lässt das Gebäude eigentlich stehen, oder? Also hier geht's nicht weiter. Gut. Hier ist ein abgerissenes Gebäude. Na gut, das ist natürlich jetzt auch nicht so... Ah, ich kann Tee machen. Mehrere Spuren. Dann würde ich mal sagen, gucke ich mir die mal genauer an. Radspuren. Spuren eines schweren Fahrzeugs. Let's take a closer look. Abmessen. Ach so. Das habe ich ja bei der Kutsche schon verkackt. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. Gut, und guck mal, das sieht aber aus wie, wie vom Pony. Das sind doch keine Pferdedinger hier. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. Ja. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. Wie bei dem See, the traces, ne? Traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake. Were from the same vehicle. Ja, das das habe ich sogar vermutet. Guck mal an hier, ist ja verrückt. Erfragen. Dabei handelt es sich erfragen. Abgerissenes Depot. Dabei handelt es sich um ein abgerissenes Depot in der Nähe von Evesham. Dort sind auch Spuren eines schweren Fahrzeugs mit einer Spurweite von ca. 6 Fuß und 7 Zoll zu finden, mit dem höchstwahrscheinlich Material transportiert wurde. Ich gucke jetzt hier trotzdem nochmal weiter. Und dann erfrage ich das. Irgendjemand muss dem, muss das Gebäude ja hier... This road should lead to the town of Evesham. Ah ja. Das heißt, aber guck mal, die Spuren fangen ja auch erst hier an, ne? Also, die sind ja hier. Das heißt, das muss, hier muss der Wagen beladen worden sein. Vermutlich wohl mit den Überresten vom Haus. Und damit sind die dann zu dem See gefahren und haben vielleicht die Überreste vom Haus in den See geschüttet. Kann das sein? Die Sache ist halt, warum, ne? Also, wieso macht man das? Ist ja schon... Ich meine, wieso sollte man das machen, ne? Also... Lass mich mal vorbei. Das ist ja schon merkwürdig. Mal gucken, vielleicht lässt sich irgendwas rausfinden. So, hier ist nix. Mysteriös. Na komm, ich frage hier den Bahnhofswärter mal. Hallo? Abgerissenes Depot. It appears that there was a small warehouse near your station and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few hundred feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? See you later, my good man. Aha. Das ist ja... Ja, pass mal auf. Die werden, da haben die vielleicht den... Die Gleise in der Mine, also ich war ja hier da in dieser komischen Mine, da gehe ich jetzt auch nochmal hin. Da gucke ich nochmal, bevor ich gleich hier meine Dings öffne. Ach, die Herleitung kann ich ja, während ich fahre, öffnen. Ich muss mal gucken, ob die da noch Gleise gelegt haben, das ist ja merkwürdig. Also, das Depot bei Evesham wurde geplündert, darin wurden Ersatzschienen aufbewahrt. Und Schienen zu den Minen fehlen. Da hat jemand mehrere Schienen
Na, geklaut da. Aber wozu? Jemand hat die Schienenteile gestohlen, um vorübergehend das fehlende Gleisstück in die Mine zu ersetzen. Genau das habe ich nämlich auch gedacht. Aber vielleicht... Überfluteter Steinbruch. Der Steinbruch in der Nähe des Bahnhofs ist überflutet. Na, das hängt nicht miteinander zusammen. Ja, das ist ja... merkwürdig alles. Gut, dann brauche ich ja hier eigentlich nicht mehr gucken, wenn das, wenn da welche fehlten. Aber pass auf, ich gucke hier jetzt einfach mal. Umgefallenes Schild. This is an administrative panel. See what it says. Das habe ich noch gar nicht gesehen. This is an information sign. It might contain some useful data. We should restore it. Ja, dann. Watson, you are a gentleman, and gentlemen tend to carry handkerchiefs. Might I borrow yours? And where is your own? I haven't the faintest idea. Nein, natürlich nicht. Here it is. Ja, schön. Where? VEA Coal Company. Na ja, gut. So, schön alles sauber machen hier, da oben noch. Das kann man jetzt ja lesen. WEA Coal. These mines belong to them. Bei den Minen stand ein Schild mit der Aufschrift WEA Coal. Mal, das habe ich anscheinend, das muss ich noch untersuchen, gescheit, ne? Das mache ich dann auch mal. Jetzt gucke ich aber erstmal hier noch Fahrzeugspuren. Guck mal, die könnte ich ja auch mal abmessen, ne? The distance between the tracks is about 4 feet 8 inches. Muss ein anderes Fahrzeug gewesen sein. A lightly loaded vehicle came this way. Vielleicht haben die Weißt du, dass die so abgewechselt, also nicht abgewechselt, sondern umgeladen haben? Ach so, nein. A lightly loaded vehicle came this way. There is a wooden beam lying on the rails. A small vehicle with wooden beams went down this way. Ja. So, und der ist bis hier gefahren, ne? Guck mal, also hier ist ja... Aber hier fehlen ja auch die blöden... Das ist ja merkwürdig. Wo hat er die denn dann aber nur hingeschleppt, ne? Die Spuren bei den Minen sind relativ frisch und stammen von einem leichten Fahrzeug. Mit einer Spurbreite von circa 4 Fuß und 8 Zoll. So, jetzt muss ich da nochmal das andere Nebengleis mal anschauen. Ja, hier ist ja noch ein Knubbel. Das mache ich jetzt mal. Das ist ja mysteriös alles, so ein bisschen was, ne? Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Hab auch hier sonst nichts. Naja, ich meine, ein paar Infos habe ich ja eigentlich schon. Ach je, das nachher zusammen zu puzzeln, das wird noch ein Spaß. Also, ach komm mit, Watson. Wir gehen da hinten nochmal gucken. Die haben bestimmt hier das, Zeug dann versenkt in dem komischen See. Würde ich wetten. Mal gucken, vielleicht finde ich da irgendwas, weißt du?
Aber ich habe da ja eigentlich schon geschaut. Das ist echt merkwürdig. Guck mal, dann gehe ich da vorne jetzt mal gleich noch rechts rum. Das ist ja komisch. Aber da wird die Karte aufgehen wahrscheinlich nur, ne? Weil da ist, hier ist das Nebengleis ja zu Ende. Ja, das dachte ich mir. Deswegen probierte ich es nicht aus. Das heißt, ich habe hier ja irgendeinen Hinweis übersehen hier. Komm her. Aber wo denn? Vielleicht sollte ich hier auch mal noch mit dem... mit dem Bahnhofsmenschen reden. Mal gucken, was der zu sagen hat hier. Das ist doch der Deprimierte, oder? Mal gucken. Mal gucken, vielleicht weiß der ja was hier. Hallo? You'll find nothing interesting here, I'm afraid. Ja, mit dem muss ich scheint's nicht reden. Hier ist nichts weiter, nee. Nee. Jetzt gehe ich nochmal in die Wartehalle, aber ich glaube tatsächlich, nee, also. Nee. Wo ist denn eigentlich hier Mr. Mexico? Das ist ja echt komisch. So, naja, gut, dann, Marinda, dann gehe ich jetzt hier nochmal zum Strand. Aber da war ich ja eigentlich auch fertig, also. Ist ja komisch, wo soll ich jetzt noch hin hier? Oder habe ich da, ich habe da irgendwas... Untersuchen Sie das Nebengleis zwischen den Bahnhöfen von Chesterfield, das zum Steinbruch führt. Das ist eigentlich... Das ist bestimmt das hier, ne? Oder ist hier sonst noch eins? Zwischen Chesterfield und... Nee, das ist bestimmt hier, wo das grüne Bobble ist. Also eigentlich... Keine Ahnung. Das ist ja wieder merkwürdig hier, ey. Nee. Nee, aber hier ist auch... Nee. Ha. Tja, Watson, ich bin leider jetzt auch überfragt. Ich habe da irgendwas bei dem anderen Bahnhof übersehen, aber ich weiß auch nicht, was, Mensch. Ich bin schon so ein Sherlock Holmes, du. Oh, was ist hier denn, ne? Kann ich hinten rumgehen, guck mal. Vielleicht kann ich ja hinten auch irgendwo so hinten lang. Aber, nee, ich glaube nicht. Ja, genau, lauf du da lang, während ich mich durch die Büsche schlage. Ist klar, Watson. Schon klar. Nicht hier noch irgendwas gucken? This suitcase contains my archives. We can consult with it if needed. It is fortunate that we took it with us. This suitcase. Ach so, ja, aber da kann ich nichts. Gut, dann noch mal rein in die Kutsche. Jetzt fahre ich hier doch noch mal hin. Das ist ja komisch. Dann habe ich da was übersehen. Dann muss ich da noch mal genauer schauen. Das hilft mir ja alles nichts. Ja, das ist ja... Ich gucke mal. Was habe ich denn jetzt hier nicht gesehen? Ich blinde Nuss. Ich fange jetzt nochmal hinten bei den Gleisen an, ne? Einfach so, weil ich es kann. Und dann schaue ich da jetzt... Weil das muss da hinten sein. Schauen Sie sich die Gleise an. Weißt du, das muss hier hinten sein. Es muss. Es geht nicht anders. Kann ich hier vielleicht noch das Ding anschauen? Ach ja. The switch is rusted. But it still works. Ah, ja, siehst du, manchmal, ne? Manchmal sind es so Kleinigkeiten. Alles klar. Also das Nebengleis zum Steinbruch bei Doncaster führt ein altes Nebengleis zu einem Steinbruch. Allerdings fehlt ein Stück des Gleises und der Steinbruch ist überflutet. So, Gleis zum Steinbruch. Jemand hat die Schienenteile gestohlen, um vorübergehend das falsche Gleisstück zum überfluteten Steinbruch zu ersetzen. Oder jemand hat die Schienenteile gestohlen, um vorübergehend das fehlende Gleisstück in die Mine zu ersetzen. Aber die sind ja beide nicht da. Finde ich beides ja. Ist ja beides nicht richtig.
gell? Also. Was habe ich hier denn jetzt noch? Könnte gesunken sein. Der Zug könnte im überfluteten Steinbruch in der Nähe des Dorfes von Doncaster versenkt worden sein. Der Zug kann nicht im überfluteten Steinbruch versenkt werden, weil am alten Nebengleis, das dorthin führt, ein Stück fehlt. Pass mal auf, das mache ich dann fertig. Ich gucke da jetzt nochmal. Das kann natürlich... Kann das ja sein, weil das ist, glaube ich, noch relativ frisch weg. Die können ja den Zug hier reinfahren lassen haben und danach die Gleise verschwunden haben, ne? The railway ends here. That is strange. Das ist ja mysteriös. Habe ich hier noch zwei Sachen nicht? Was passiert, wenn ich das hier nehme? Ach, dann habe ich hier was Rotes, guck mal. Ach ja, okay, dann. So würde es dann zusammenpassen. Ich sag aber, der kam nie hier an. Wäre ich mir was bei gedacht haben. Gleis zum Steinbruch, Gleis zu den Minen. So, und der Zug könnte im überfluteten Steinbruch in der Nähe von... Das ist halt sowohl als auch, oder? Also... Ich mach's so. Mal schauen. Also es wird ja früher oder später. Ach, guck mal. Da würde dann ein Weg hinführen. Ein roter Weg sozusagen. Ich gucke aber mal noch weiter. Ich bin ja noch nicht fertig. Oder bin ich schon fertig? Nee, oder? Ich kann doch hier noch Sachen erfragen und so. Oder war es das jetzt? Und ich muss jetzt hier basteln. Oh, nee, bitte nicht. Habe ich alle Informationen? Ich würde gerne einmal mit der Bevölkerung sprechen. Das wäre doch das Naheliegendste, oder? Kann ich mal... Ja, genau das. Sammeln Sie Informationen, besorgen Sie sich eine Streckenkarte. Ja, das habe ich ja alles gemacht. Die Spuren bei den Minen sind relativ frisch und stammen von einem Fahrzeug mit einer Spurweite, bla bla. Also das ist ja nicht dasselbe Fahrzeug, was hier irgendwo gewesen ist. Das ist aber dasselbe Fahrzeug, was bei dem See gewesen ist. Muss ich jetzt schon die Lösung finden? Das wäre aber... Okay. Ich gehe die Sachen da mal durch. Zug versteckt. Die Mine ist eingestürzt und hat den Zug unter sich begraben. Ich sagte, es wollte das zum... Dazu wurde Dynamit benutzt, nachdem der Zug in die Mine gefahren worden war. Da, ja, das wäre, wenn der versteckt ist. Wenn ich jetzt alle roten Wege wähle. Was passiert denn dann? Ha. Nee, da geht's gar nicht. Zum Beispiel Robinson hat ein Motiv. Robinson ist ein Opfer. Wütende Mexikaner. Hegen kein Groll. Geschäft ist Geschäft. Na, das ist ja Blödsinn, ne? Die Mexikaner haben kürzlich Wagen auf dem See eingesetzt, vermutlich um etwas sehr Schweres zu transportieren. Ja, die Schienenteile wahrscheinlich haben die da transportiert. Also da haben die doch vermutlich die Schienenteile mit transportiert. Das heißt, sie sind damit hingefahren und haben die Schienenteile von über den See geschlappert oder was? Ja, das ist unabdingbar anscheinend. Die Chilenen blieben rein zufällig an Bord des Zuges. Der Kontrolleur könnte sie übersehen haben. Ich sage das immer nach wie vor noch. Und natürlich sind die Mexikaner wütend. Also.
Der Zug hat den Bahnhof von Chesterfield passiert. Der Zug kam nie in Chesterfield an. Der Bahnhofsversteher war betrunken und seine Aussage ist zweifelhaft. Er könnte den Bericht gesendet haben, ohne dass er den Zug sah. Oder er hat ihn passiert. Ha. Zug versteckt, die Mine ist eingeschützt. Sabotage. Ich finde Sabotage eigentlich besser. Kann, natürlich könnte der gesunken sein. Also da fehlt ein Stück, aber die, das können die ja einfach auch hinterher weggebaut haben, oder? Also. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Muss ich das jetzt, echt, muss ich das jetzt lösen, um... verstehst du, damit das Spiel weitergeht? Das wäre ja doof. Ich habe für mich noch nicht alle Informationen. Ich würde gerne nochmal mit dem Mexikaner reden und überhaupt und sowieso. Und ich mache jetzt die Tür mal auf hier. Kann ja eigentlich nicht alles gewesen sein jetzt, oder? Also. Aber wahrscheinlich war das alles. Das wäre schon schade, muss ich dann sagen, ganz ehrlich. Okay, weil das kriege ich ja nie raus, um Gottes Willen. Ha. Weil da, also das lässt mir zu viel Raum für Spekulationen. Verstehst du, was ich meine? Also es ist ja sowohl das wie auch das. Ich habe auch für den Robinson überhaupt noch nicht genug Informationen, um herauszufinden, hat er da jetzt eigentlich, wollte der, hat er nicht, was ist los? Also... Ja, ich hoffe einmal, ich kann hier... Na, hier ist dann, hier ist nichts dran. Ich hoffe einmal, ich kann hier noch mit dem einen oder anderen sprechen, also... Hier, kann ich mit dem noch mal reden? I will not move from here until I receive my refund. Ja gut, da anscheinend nicht. It's a scandal. An absolute outrage. Ja, pass auf, dann gucke ich hier noch mal. Don't touch anything, please. Ja, prima. Das hilft mir hier jetzt genau gar nicht weiter. Eisenbahn. Ich gehe jetzt nochmal Checkpoint für Checkpoint ab, aber ich befürchte fast, dass ich mir jetzt aus den schon vorhandenen Sachen eine Lösung zusammenwuseln darf. Vermutlich. Vermutlich, vermutlich. Ja, da geht's dann zu den Minen. Ach, naja, nee, das ist aber... Könnte auch von unserer Kutsche sein. Die Fahrerinnen. Ich gucke jetzt hier einmal mal. Was ist hier denn noch? Diese Straße führt in dieselbe Richtung wie das Gleis. Ja, ich kann... Ach nee, kann ich nicht. Okay. Mhm. Da gibt es dann wohl nichts mehr zu entdecken. Und da geht es ja nur zu den Minen, oder? Also da ist ja auch nichts weiter gewesen. Ach, Manno. Ich... Ja, gut. Dann, bei den Minen war ich eigentlich... Da gucke ich jetzt trotzdem nochmal. Vielleicht habe ich da auch noch irgendwas. Aber wahrscheinlich nicht. Ich, befürchte, ich darf jetzt echt gleich puzzeln. Oh Gott. Dieses provokante B macht mich auch fertig da, oder? Ich finde es halt auch, F1. Was ist ein F1? Manche Fakten können unterschiedlich interpretiert werden. Sie können ihr Bild des Tatergangs ändern, indem sie zwischen den widersprechenden Herleitungen entscheiden. Rote Farbe zeigt an, dass sich Herleitungen widersprechen. Solche Konflikte können sie lösen, indem sie die entsprechenden Alternativen Herleitung auswählen oder zu bis dahin neuen Her... Ach so. Rot bedeutet, das widerspricht sich. Okay. Aber rot ist, das ist so oder so rot, ne? Ach, und dann widerspricht sich das damit. Ich verstehe. Ich sag, die haben sie an Bord gelassen. Aber das ist dann ja so oder so. Könnte ich das denn hier...
So, Robinsons Motiv. Der ist ein Opfer. Ach so, okay. Na, ich guck mal weiter. Die Chilenen ließen den Zug verschwinden, um so an Mr. Robinsons... Das ist ja das, was ich als erstes dachte, ne? Ah. Ja. Da müsste das eigentlich könnte gesunken sein. Pass mal auf. Könnte gesunken sein, kann nicht gesunken sein. Das sollte sich ja eigentlich mit dem hier irgendwie... So. Zug versteckt. Sabotage. Ich guck mal weiter. Passierte. Kam nie an. Ja, ich krieg die schon alle wenigstens mal blau, ne? Nee. Ach so, jetzt. Ah ja, da sind die dann. Passt da nicht, okay. Jetzt fehlt mir hier aber noch die Sabotage. Ach so. Der Zug wurde im überfluteten Steinbruch versteckt. Ach, versenkt. Gut, jetzt lass mich mal noch weiter gucken. Der Zug kam nie da an. Kam nie an oder passierte. Ah, dann passt das gar nicht mehr zusammen. Ja, ich verstehe. Wütende Mexikaner. Ich finde, die müssen wütend gewesen sein, oder? Ah, ja, siehst du? Ja, siehst du, was habe ich hier denn jetzt Schönes? Ah, Mexikaner, Zug versenkt. Es war ein sorgfältig geplanter Mord. Die Mexikaner töteten die Chilenen und versenkten den Zug im überfluteten Steinbruch, damit keine Spuren von ihrer Tat zurückblieben. Das habe ich ja mir schon gedacht. Blinde Justiz? Das Verbrechen der Mexikaner an den Chilenen hat viele Leben gekostet. Kontaktieren Sie Lestrade, damit die Polizei laut und schnell ihre Arbeit machen kann, selbst wenn es zu einem internationalen Konflikt kommt. Oder? Sache der Politik. Solch eine kriminelle Organisation greift man nicht frontal an, sondern mit Fingerspitzengefühl. Lassen Sie Mycroft das Problem lösen, auch wenn er dafür längere Zeit benötigen und es für seine Zwecke ausnutzen dürfte. Also ich finde das eigentlich besser. Ja. Na, bin ich ja mal gespannt. Mann, oh Mann. Das war jetzt aber ganz schönes Gepuzzle, du. Muss man ja sagen. Gepuzzle auf den Bahnhofsgleisen. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have the local constabulary and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. Our other option is Brother Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble, but it will be a long and drawn-out process. And possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. But I think I'd prefer to give Mycroft a chance. We should overlook our personal differences on this occasion. Let us go home then. I'd like to begin writing a draft of this story. I did not say that we had finished here yet. Well, all right.
What did I miss? Watson, we know that the Barkazas Company directors were drowned in the flooded quarry, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh, no. Please don't tell me we have to dive into the lake. Huh. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Das ist ja sehr nett, Watson. Na dann müssen wir den wohl noch in die Falle locken. Well, the case is solved and we shall be heading home. May we have 2 tickets to London, please? Right away. Wait a minute. You've solved the case? In a manner of speaking, can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalist will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye, gentlemen. Einige Zeit später. Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! Gott, der Arme. Oh, war ich zu langsam? Oh, oh. Ich war bestimmt zu langsam. Kann ich das nochmal machen? Ich hab's wieder mal nicht geschnallt. Oh, dreadful. 2 dead bodies. Ach Gott, und ich hätte auch auf seine Hand schießen können, nicht blöder. Trottel. There, my dear fellow. It is all right. You did your best. Kann ich das nochmal machen, bitte? Ah ja, guck mal, hier ist jetzt nichts Rotes mehr. Das heißt, ich habe das richtig gelöst, ne? Kann ich mal bitte noch, ja, bitte ein anderes Ende wählen? Das ist ja gemein. Ich würde da gerne, weißt du, die Hand schießen. Oh Mann, das war irgendwie nicht so mein Plan. Ah, muss ich das jetzt nochmal neu machen? Das ist natürlich auch lästig. Ich weiß doch nicht mehr, was da was war. So, ja, das ist ja auch, so, pass auf, das will ich so lassen. Na, immerhin war das noch so vorgegeben, wa? Glück gehabt. Und, ich will nur die Schießsituation nochmal machen, bitte. Das war echt, sonst ist das gemein, ja. Auf geht's. Oh, nee. Then the case is solved, Holmes. Well. Ich klick das jetzt mal durch, weil das haben wir ja schon gehört heute. Also, ich habe zwar ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis, aber so schlecht ist es dann doch nicht. Auf geht's. Einige Zeit später. Okay, los Watson, du machst das schon. Oh Mann, weißt du. Wie lässig Gentlemen, Holmes da steht, weißt du, das ist einfach so geil. Caramba, you traitor, you double-crossed me. Ja, genau. Und jetzt aber hier, Rucki-Zucki. Wo ist mein Mauszeiger? Ich sehe noch nichts. Ich habe noch Ladebild. Oh Gott. Ah. Das war mein Plan. So ist besser.
So ist besser. Good shot, Watson. I always knew you were a talented marksman. I didn't want another life lost in this case, Holmes. Oh my God! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. By the way, Watson, would you be so kind as to give me some shooting lessons later on? Yes, but not in our sitting room, and not with you wearing a blindfold. Ah, schön. Ja, siehst du, aber so passt's doch. Alles gefunden. Und ja, so ist es okay. Es war ein sorgfältig geplanter Mord. Die Mexikaner töteten die Chilenen und versenkten den Zug im überfluteten Steinbruch, damit keine Spuren von ihrer Tat zurückblieben. Der Dammbruch spielte ihnen dabei in die Karten. Sie benutzten ihre eigenen Wagen, um den Zug auf das Wasser zu schaffen und versenkten ihn dann mit im überfluteten Steinbruch. Einen Teil der Schienen entfernten sie, um die Tat zu vertuschen. Solch eine kriminelle Organisation greift man nicht frontal an, sondern mit Fingerspitzengefühl. Aus diesem Grund wurde entschieden, die Sache Mycroft zu überlassen. Achtung, Sie sind gerade dabei, den Fall abzuschließen. Ja, diesmal habe ich es doch richtig gemacht, hoffentlich. Spieler mit derselben Lösung in diesem Fall 67% und Spieler mit derselben moralischen Entscheidung 64%. Was haben die anderen denn rausgekriegt? Na, das ist ja lustig. Ich bin so neutral. Auf geht's. Das ist doch, aber ist schon richtig jetzt gewesen. Es war jetzt nichts mehr rot. Hans Wurst hatte mir geschrieben, wenn noch was rot ist, dann stimmt irgendwas nicht. Und ich hoffe, also ich hätte es aber auch so im Kopf gehabt. Also ich habe ja gedacht, dass das so tatsächlich auch passiert ist. Von daher passt's. Nur wie da Mr. Robinson reinpasst mit seinen gefälschten Dingern, das ist mir noch nicht so ganz klar. Vielleicht hat der die auch beauftragt, weißt du? Das kann ja auch sein. Na, mal gucken. Jetzt geht's erstmal weiter, oder? Holmes, what happened? I feel deathly. And you look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. Na, was ist da denn los? The pupil is dilated. Okay. The temperature appears to be normal. I need to concentrate and count the heartbeats. Okay. Messen Sie den Puls, indem Sie 10 Sekunden lang die Herzschläge zählen. Alles klar. I need to concentrate and count the heartbeats. Ja. I need to concentrate and ach, muss ich das? Ach so, ich muss das da klicken auch. Ich hätte jetzt im Kopf gezählt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A weak pulse, around 50 beats per minute. Das ist nicht so viel. Nee, wohl wahr. You're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. The antidote. Give it to me. The antidote? You mean that you're poisoned? No. Please. Ja, eben bitte jetzt nicht noch diskutieren, oder? Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and Datura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. A good day, Inspector. Ah, Mr. Holmes, I'm glad to find you here. I need your help. This is a strange one. We have brought in 2 young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames.
A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the bath, but what? As I said. And they were tied together. You are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic? Isn't that the largest steamer ever built? Yes. And these two young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There are rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman Baths. That's for us. Watson, fetch your hat. Ah, das ist echt... Ach, schön. Ja, schön. Einfach schön. Lass mich jetzt hier mal erstmal noch gucken. Ach, guck mal, jetzt ist er hier. Guck mal an. On Hallo, the sofa Toby. For the third time today. Well, don't be surprised if Watson sits on you again. Ja, das ist ja auch ein bisschen gemütlicher als auf der Hundedecke hier. Aber Tobys Hundedecke ist auch gut. Mal gucken, ob da sie immer noch ist. Ja. Hätte ja sein können, dass man dann was anderes vielleicht sieht, ne? Also, wäre ja auch cool gewesen. Toby, Toby, Toby. Gut, dann jetzt gucke ich mal, was habe ich denn hier. Treffen Sie sich mit Lestrade in den römischen Bädern von Strand Lane. Also in den Thermen. Römische Bäder hat er aber, glaube ich, gesagt. Der schwarze Peter, genau. Ja, da ist es rot, ne? Das war nicht gut. Ja, das war scheiße. Ja, das lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Kann ich aber hier nochmal umblättern? Nee. Ach doch, hier kann ich gucken. Ach, und hier ist es richtig. Ja, schau an. Was ist das? Souvenir? Die Harpune, das war das. Und hier habe ich die Dampfpfeife. Habe ich die auch jetzt irgendwo hier in meinem... Die Harpune war ja hier über dem Zimmer, ne? Und wo ist aber die Dampfpfeife hin? Die habe ich doch bestimmt auch irgendwo hingemacht. Das ist ein Gewehr. Das ist ein Tobi. Warum habe ich hier eigentlich so einen Boxsack? Als ob ich den benutzen würde. Keine Ahnung. Die ist bestimmt irgendwo. Die fällt mir bestimmt noch ins Auge früher oder später. Aber ich kann ja jetzt mal los. Mal gucken. Crime and Punishment. Ich habe das Buch nie gelesen. So. Auf geht's. Ich bin mal gespannt, wie klar dieser Fall sein wird. Ob ich ihn richtig lösen werde. Ach, schöne Perspektive. Beautiful place. With a dreadful murder. The body of Sir Rodney Bentcliffe is still in the steam room. It has not been touched, per your usual instructions, Mr. Holmes. I shall be waiting for you here, but please hurry. Gut. Are you able to identify the men who were with the victim in the steam room? Yes. The manager of the bath, Sir Gregory Pitkin, a lad from the city council, Garrow, and an archaeologist by the name of Blinkhorn. I think the plump one, Garrow, did it. He doesn't seem right in the head. Well, we shall see. Die Tatwaffe? You found no murder weapon? No, and that's why I called you. All three witnesses and the victim were locked in when the murder occurred, and they remained so until we got here. We even had to pick the lock to enter. I see. Ja, und was sagen die Zeugen? Was there anyone else here, apart from those gentlemen in the steam room? Yes, a Mr. Phillips. He was the one who called the police. He will be able to give you more details. Alles klar. Dann
Tatort und Thermen untersuchen. Ich rede erstmal hier mit ihm. Hallo, Mr. Phillips. Erstmal untersuche ich den wieder. Ach nee, noch nicht. Ich habe gedacht, ich kann ihn wieder so angucken. And this is my colleague, Dr. Watson. Would you be so kind as to answer our questions? Certainly, sir. Genau das wollte ich doch jetzt hier erstmal. Leichte Falten. Penibel. Was ist penibel? Eine Schnittwunde. Schneidet sich die Haare selbst. Lebt allein. Ach, penibel, weil hier gestärkter Kragen. Aha. Glänzende Knöpfe. Manchester City. Heute aufgegebenes Telegramm. Okay, ich frage mal, was ist denn passiert? Please tell us the chain of events from the start of your day. Everything that you can remember. The slightest detail may be of importance. Very well, sir. I came in at 6:30 this morning, and I opened the baths. I made sure that the room was clean, and I prepared the towels. The brazier was still burning. There was a fire burning all night? Yes, Sir Gregory ordered me to light the brazier yesterday. It takes some time until the room is fully heated. The gentleman had a meeting at 9 o'clock this morning. I wanted everything to be perfect. They'd been in the steam room for 20 minutes when I suddenly heard shouting. I ran to the door, but it was closed. I couldn't open it. So I ran out to the street to call for the police. One constable came up, and then there were others, and they picked the lock. Then Inspector Lestrade came along, and he told us that nothing should be touched. Hmm. Did you receive any other visitors this morning? No one. Until these gentlemen arrived. Sir Gregory was the first. And then, while we were discussing work details, Sir Rodney and Mr. Blinkhorn arrived, and Mr. Garrow followed. What happened after that? I waited until it all entered the steam room, then I returned to the hall. The changing room door was open, so I should hear if they needed anything. You would have heard if someone had entered or left the steam room. Certainly, sir. These doors make a lot of noise. Gut. Phillips kommt aus Manchester. Er achtet offensichtlich auf sein Äußeres und gilt als guter Angestellter. An diesem Morgen war er auf der Post und hat ein Telegramm verschickt, vermutlich in seine Heimatstadt. Phillips hat heute Morgen um 7.30 Uhr auf der Post ein Telegramm aufgegeben. Untersuchen Sie, ja. Finden Sie die Tatwaffe? Okay. Ich guck mich mal hier um. Pass auf, Holmes. Are the steam rooms on Nein, the other der side, sagt Mr. was. Are the steam rooms on the other side, Mr. Holmes? Ja, ich guck jetzt hier trotzdem erst nochmal. Was ist hier denn? Are the steam rooms on the other side, Mr. Ach, das sagt er sogar, wenn ich die andere Tür benutzen möchte. Ja, dann nehme ich hier. Citos, dann ist das hier wahrscheinlich, ne? So, was gibt's denn hier Schönes? Eine Champagnerflasche. Da haben die Männer Champagner miteinander getrunken, oder was? Hm. Champagne? For a special occasion? Sie, ja, ich finde Champagner trotzdem irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber naja, muss ja jeder selber wissen. Gut. Was ist hier denn noch? Da liegt Kleider. Expensive clothes, belonging to one of the men from the steam room. Ja, wahrscheinlich. Gut. Da ist noch mehr Kleidung. These clothes belong to one of the suspects from the steam room. Und da ist noch mehr. Clothes belonging to one of the suspects. Ja, aber ich kann das ja leider nicht untersuchen. Man könnte da ja mal drin rumschnüffeln, oder? Also, nicht was du wieder denkst jetzt hier. So. Good Lord, Holmes. Ah,
death with a peculiarly Roman piquancy. Like the one you almost had an hour ago. Let us forget about that. Hast du gesehen, wie Watson auf seinen Füßen so gewippt ist? Gut, ich untersuche jetzt erstmal die Leiche. Ja. Da fehlt ja ein Auge. There was only one hit from the weapon. It pierced the right eye straight through to the brain. Death would have been instantaneous. Also muss das ja schon mal eine spitze Tatwaffe gewesen sein, vermutlich. Some dirt or earth. I'll take a sample. Gut, eine Probe genommen. Look, Watson. He was wearing a ring. He very likely removed it before the steam session. Das heißt, er ist verheiratet. Well, death is very recent. Between 30 minutes to 1 hour ago. Gut. Kann ich sonst noch was untersuchen? Hmm. The wound should not have bled so profusely. This pool is rather large. Ha. I think we have found all that we can here, taking into consideration the abysmal lighting. Constable, we have finished with the body. We don't have many leads here. What concerns me is that we still have to find the murder weapon. Mr. Holmes? Please have the body removed without disturbing anything else in the room. All right, Mr. Holmes. Ja, ist ja merkwürdig. It's fairly reckless to carry out a murder inside a closed chamber. Why do you suppose they did it? There are a great many possibilities. The murderer was in a hurry. Or he is an artist. Or a ghost. Or he wanted to ensure that I'd be brought in on the case. Probably the latter. You are ridiculous. Do you know that? Ja, aber die Tatwaffe muss ja irgendwo sein, also. I should check this blood sample at Baker Street. Ja. Finde ich ist eine gute Idee. This key was covered in blood. I should ask Phillips about it. Das kann ich gerne machen. Irgendwofür wird er ja sein, man weiß es nicht. Was ist das hier? Nee, warte, ich guck hier mal weiter. Dampfhebel untersuchen. Ah. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. Ja, so können die dann auf alle Fälle, wenn der da ermordet worden ist, konnten die anderen damit nichts sehen. Das ist ja so dampfig. Da liegt eine Brille noch. One lens is cracked, probably due to the temperature of the brazier. Ja, das ist gut möglich. These lenses are for myopia. The wearer is short-sighted. Gut. Kohlenbecken. The brazier is still burning. The heat here is extreme. I will need something to pick up this melted metal. Ah, da ist ein Gegenstand benötigt. It is too hot. I cannot reach into it. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich kann mich ja noch weiter umschauen. So ist ja nicht. Ich guck mir das hier mal an. Blood traces wiped on the towel. Ein Handabdruck, gell? Hallo, it's Mr. Carroll. So Rodney, he's dead. Can't we speak about it somewhere else? Ja, weiß ich auch noch nicht so genau. Hallo? I'm in shock. I don't want to talk. Und? It's horrible. I can't talk at the moment. Alles klar, also mit denen hier reden bringt mich mal so rein zu gar nichts. Jetzt gucke ich mich da mal hier noch um. Warte mal. Ah, das ist ja nicht normal. Wo ist denn hier die Gitter? Na. The grid cannot be removed. The weapon is nowhere to be found. Das ist ja komisch. Mr. Holmes? Ach, der sagt nur Mr. Holmes. The grid cannot be removed. Keine von denen wohl. Nee. Die Tatwaffe muss irgendwo sein. Die muss irgendwo sein. Die ist bestimmt hier drin.
Aber ich habe keinen Gegenstand, um das... warte mal, ich frage ihn mal. Vielleicht kann man das Kohlebecken... Der wird ja was hier haben. Der Philipp, oder wie der hieß. Oh, die sind wirklich laut, die Türen. Mr. Holmes, I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Any objections? Na, noch warten. Please wait. I need to do something first. Ich möchte jetzt hier erst mit ihm reden und weißt, also bevor die jetzt dann da aufs Präsidium gehen. How many people have keys to the steam room? We have just the one key for now, which Sir Gregory gave to me. So, this morning you opened the steam room, and then? I put the key inside my desk, but when they called, I couldn't find it. It had disappeared, but I don't know where it is. Did you leave the baths at any time, or receive any visitors? No, sir, I did not. Schmutzprobe, morgendliches Telegramm. Na, da werde ich ihn doch erstmal drauf ansprechen. You are not telling the truth, Mr. Phillips. You left your work this morning, and you went to the post office, where you dispatched a telegram at around 7:30. But how could you... No, I... The telegram was for someone in Manchester. Mr. Holmes, it's imp... I'll tell you everything. Ja, dann mal raus jetzt hier. At 7:20. My sister wrote to me yesterday, and she needed a reply, or our mother is unwell. I was away for 20 minutes. And I closed the baths on my way out. Did you receive a reply from your sister? No, she wasn't meant to. I just told her to pawn my old school uniform so that she could pay for the medication. Did you check to see if the key was still in your desk when you returned? No, I didn't. Please, Mr. Holmes, don't tell the police about this. Sir Gregory would give me the sack. I need this job. I see. Good. Kann ich ihm den Schlüssel nicht geben? These baths are becoming sinister. So, ja, jetzt weiß ich, jetzt komme ich da ja aber immer noch nicht... Nee, das war hier. Jetzt komme ich da ja immer noch nicht weiter. Also, ich kann da ja nicht... Ist da noch was zu untersuchen gewesen? Nee. Nee. Ja, ich denke, dann habe ich es ja hier eigentlich jetzt, oder? Also, ich denke, dass das hier in dem Kohlebecken irgendwie drin ist. Und da die ja hier nicht mit mir reden... I found him. I touched his shoulder, thinking that he was just asleep. Ach, das erklärt die Blutflecken vielleicht. I don't want to stay here. Let us out, please. It's horrible. So Rodney, ja, gut. Ich spreche die anderen jetzt trotzdem mal nochmal an. If you have to interrogate me, I'd like to be dressed properly first. I feel ill. I want to go. I'm in shock. I don't want to talk. So und? I can't understand what happened. Am I allowed to leave? Nee. Or do we have to stay here? Can't we go? It's horrible. Gut, ja, dann würde ich sagen, kann er die eigentlich wegbringen, hier die Klamotten, da will ich ja auch nichts weiter untersuchen, ne? Das ist natürlich auch bitter. Ja, dann auf, ich hoffe, dass ich damit nichts Wichtiges übersehe. Dann bringen sie mal weg. Mr. Holmes, I should like to... Ja, keine Einwände. None, Lestrade. Ah, jetzt kann ich die persönlichen Gegenstände untersuchen. Das ist gut. Prima. Ach so. Verdächtige verhören. Warte mal. Untersuchen Sie den Tatort und die Thermen. Das habe ich anscheinend noch nicht fertig, oder? Finden Sie die verschwundene Tatwaffe? Das habe ich auch noch nicht. Die Verdächtigen wurden zu Scotland und können. Die persönlichen Gegenstände können auf der Polizeistation angeschaut werden. Aber ich habe hier wahrscheinlich noch nicht alles fertig. Also ich muss jetzt hier erstmal nochmal gucken. Vielleicht gibt es hier ja irgendwo... The steam room. Ja. The changing room. Ja, the changing room. Hier ist nichts weiter.
Achso, und hier kann ich nur raus zu Scotland Yard. Dann muss ich hier bestimmt nochmal her zurückkehren oder so. Ich würde halt gern das Kohlebecken untersuchen. Ach, na, hier kann ich auch noch rein. Was ist das denn? Cool. Was ist hier denn? Ein Dokument. Diese Metallplatte ist nicht nur von archäologischem Interesse, sondern scheint auch Teil von etwas Größerem zu sein. Im Moment kann ich jedoch nicht genau sagen, um was es sich dabei handeln könnte. Ja. Gut. A shape has been cut in the plate. What should be done with it? Ja, das wird man ja sicherlich noch herausfinden, denke ich. Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. So, dann ist hier noch der Tisch. Den kann ich mir auch mal noch angucken. Es gibt nur wenige Menschen, die den Namen Sir Rodney Bentcliffe nicht kennen. Er ist ein Gentleman, der an Reichtum, Bekanntheit und Tatendrang seinen feinsten Zeitgenossen in England in nichts nachsteht. Er ist nicht nur äußerst intelligent, sondern in selben Maße charmant, wie die jungen Damen des europäischen Adels nicht müde werden zu wiederholen. Er hat hervorragende Beziehungen zum House of Lords und durchaus Einfluss in der Welt der Politik. Nicht wenige würden ihn als übertrieben perfektionistisch und autoritär bezeichnen. Wir würden eher sagen, dass Sir Rodney zielstrebig und willensstark ist. Wenn er sich bei einer Ausgrabung einbringt, ist der Erfolg für alle Beteiligten garantiert. Mein werter Freund, ich möchte im kommenden Monat eine Pressekonferenz in den Thermen von Strand Lane abhalten. 1893 war ein bemerkenswertes Jahr für meine Arbeit in Ägypten. Doch jetzt ist es an der Zeit, mich auf die englische Archäologie zu konzentrieren. Es gilt, unsere nationalen Schätze ins Rampenlicht zu stellen und der Öffentlichkeit zu präsentieren. Bei dieser Pressekonferenz will ich möglichst viele Journalisten sehen und sie sollen wohlwollend darüber schreiben, da wir sie äußerst gut behandeln werden. Daher werde ich meinen alten Freund Lord Blackmore ansprechen und die Sondermittel des Königlichen Archäologischen Instituts für die Veranstaltung nutzen. Sir Rodney Bentcliffe. Wundersame Fortsetzung der Ausgrabung in den römischen Thermen von Strand Lane. Die Ausgrabungen in den Thermen standen schon kurz vor dem Aus, als wie aus dem Nichts der Retter auftauchte. Sir Rodney Bentcliffe. Sir Rodney hat die Kontrolle über die Arbeiten übernommen und behauptet, dass in den Thermen der Schlüssel zu einem großen Geheimnis zu finden ist. Alle weiteren Neuigkeiten in dieser aufregenden Sache erhalten Sie bei uns. Gut. Ein Regal. Was gibt's da noch? Kästchen. Glass plate negatives. A remarkable method for recording ancient civilizations. Na dann, zeig mal. A glass plate negative is missing. Ja, das ist ja merkwürdig. It is a glass plate negative of an Egyptian statue. Gut, naja, das ist jetzt nicht so, ja, weiß ich auch nicht, verwunderlich, oder? Das eine fehlt, ist vielleicht ein bisschen komisch, aber wer weiß, vielleicht hatte er sie ja auch einfach nur nicht komplett. Das ist ja möglich. Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Ja, und da sind ganz viele Scherben. Schau mal, was ist hier noch auf dem Tisch? Tools used by archaeologists in their research. Ach, kann ich da hier? I will need these tongs. Ich wollte gerade sagen, da kann ich dann doch im Kohlebecken wahrscheinlich rumwühlen, oder? Was gibt's hier denn noch? Ach, guck mal, wie cool. Ich gehe jetzt hier erstmal. Oh, wo bin ich hier denn? Jetzt kommt Ladebalken. Achtung. Wow. Was ist das denn? Oh my God, are you all right? I wonder how this could have happened. Yes, it is somewhat treacherous. Fortunately, I am unscathed. To where does this corridor lead? To the frigidarium, the coal room. Barely unscathed and by a very small margin.
and treacherous is an understatement. Ja, dann, würde ich sagen, ich gucke mir mal die Trümmer an. Those stones weigh tons. We won't move them. It does not matter. If our investigation requires it, we shall ask for them to be removed. Also, dann können die Trümmersteine da bleiben. Dann auf zum Kohlebecken. Dann untersuche ich das. Ich habe ja jetzt eine Zange. Das sollte ja dann funktionieren. Und dann kann ich da gucken. Weißt, bevor ich dann zur Polizei düse und so. Ah, Zange bewegen und halten. Aber ich kann da nichts nehmen, oder? Ah. Ha. Ich würde hier gerne einfach mal ein bisschen drin rumwühlen. Und, ah. Ach, komm schon. So. I should analyze this melted metal. Ja, das werde ich machen. Mehr ist da wohl nicht. Ach so, meinst du, der hat da vielleicht die Tatwaffe geschmolzen in dem Kohlebecken? Das kann natürlich auch sein, ne? Ist natürlich auch möglich. Ach Mensch, siehst du, ja. Das ist auch nicht dumm. Gut, ich glaube, dann habe ich hier aber alles. Ja, ich glaube, dann habe ich hier erstmal alles. Dann würde ich mich gerne mit anderen Teilen befassen. Allerdings mache ich das dann erst im nächsten Part. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, mich begleiten. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach im nächsten Part wieder. Mach dir noch einen schönen Abend. Lass es dir gut gehen. Und bis dahin. Ciao, ciao. On my own, I am strong.